Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und ich bin wieder für euch in Dragonflight unterwegs und wollte ich heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute wollen wir uns das nächste umgedrehte Rennen-Achievement angucken. Und zwar finden wir das einmal unter Erweiterungsfeatures und dann Drachenrennen. Und hier haben wir dann den Erfolg Taldrassus umgekehrt, Bronze, dann gibt es natürlich Silber und Gold. Und wir möchten gerne alle drei in einem Aufwasch machen, um dementsprechend alle drei Achievements mitzunehmen. Wenn wir dann auch alle vier Zonen insgesamt haben, gibt es auch noch ein Meta-Achievement, auch sowohl für Bronze, Silber und Gold. Und da müsste es dann auch wieder einen Titel geben. Das Ganze könnt ihr erst angehen, wenn ihr sowohl die normalen Rennen alle gemacht habt, als auch dann die schwierigen Rennen, also in der höheren Schwierigkeitsstufe. Und wenn ihr die auch erledigt habt, dann könnt ihr quasi das dritte angehen, und zwar die umgekehrten. Also ihr seht, hier haben wir die normalen, fortgeschrittenen und die schwierigen. Für die fortgeschrittenen Rennen habe ich auch schon Videoguides gemacht, falls ihr da noch Probleme habt. Die leichten habe ich jetzt mal weggelassen, aber die leichten sind die gleichen wie die fortgeschrittenen, bloß sind die fortgeschrittenen halt schwerer, ne? Sollte klar sein. Gut, okay. Wo sind wir jetzt? Und zwar, wir befinden uns einmal in Taldrassus. Achso, bevor wir jetzt loslegen, ich habe auch eine Quest, die braucht ihr nicht unbedingt dafür, aber wenn ihr die Quest mitnehmen wollt, wenn ihr quasi die leichten und fortgeschrittenen Rennen gemacht habt, gibt es hier in Taldrassus, nicht in Taldrassus, in der Küste, bei dem Flugmeister hier, bei etwa 73, 51, die erste Quest für die Küste, danach kriegt ihr die nächste für Onara, dann die nächste für Azur und die vierte habe ich jetzt gerade dementsprechend für Taldrassus. Wie gesagt, die Quest braucht ihr nicht, aber die könnt ihr mitnehmen, wenn ihr quasi auch interessiert seid, alle Quests abzuschließen. Gut, wo befinden wir uns jetzt? Wir sind einmal beim ersten von den Drachenrenndudes und zwar hier auf den Koordinaten 39, 76 und ich würde sagen, da starten wir jetzt mal durch. So, das ist jetzt der dritte Try. Beim ersten war ich schon zumindest auf Silber dabei, ne? Beim zweiten waren wir jetzt kurz vor Gold. Jetzt muss man mal gucken, dass wir es eintüten. Ihr habt gerade eben gesehen, da war rechts noch so eine grüne Wolke. Die habe ich vorher immer mitgenommen, um noch ein bisschen extra Speed zu haben. Das habe ich jetzt diesmal nicht gemacht. Ich weiß ehrlich gesagt jetzt gerade nicht, ob ich es bereue. Weil ich muss zwar einen großen Bogen für fliegen, ne? Aber dafür hatte ich dann noch einen Elan mehr. Weiß ich nicht. Oh, haben wir da ein bisschen angedotzt? Ich glaube schon, ne? Das hat jetzt ein bisschen Speed gekostet. Ah, okay, es hat gereicht. Ja, die eine Wolke am Anfang nicht zu holen, ist, glaube ich, das Richtige gewesen. Also ihr habt ihr gesehen, irgendwo da unten war sie. Da ist dann hier so eine Wolke und hier ist das Portal. Wenn man dann so rumfliegt, das kostet viel Zeit, das kannst du knicken. Gut, aber dann haben wir das erste schon mal hier abgehakt. So, dann sind wir am nächsten Spot und zwar hier auf den Koordinaten 37, 48. So, dollar, dann würde ich sagen, starten wir durch. Erster Try. Ich glaube, hier hätte ich auch wieder das Porting setzen können. Ah, das sind jetzt hier wieder so Kugeln mit involviert und Speedwinde. Okay, da haben wir das volle Programm dabei. Wait, ist das jetzt hier wirklich rückwärts? Es fühlt sich irgendwie an wie eine Vorwärtsstrecke, muss ich sagen. Aber gut, wahrscheinlich, weil ich in dem kleinen Turm starte, ne? Ich glaube, da ist der Start- und der Landepunkt ziemlich derselbe. Okay, das ist jetzt hier maximal belastend. Bin übelst runter geslowt. Uff. Okay. Ich dachte, da habe ich schon versemmelt. Uff. Kann man schon ein bisschen was rausholen, wenn man, glaube ich, den Port am Anfang noch stellt. Aber, auf dem First Try geschafft. Okay, die Strecke scheint relativ leicht zu sein. Da, an der einen oder anderen Stelle hätte ich wesentlich besser fliegen können. Aber direkt auf Gold heißt, die Strecke ist nicht sonderlich schwer. Gut, dann können wir direkt die nächste angehen. So, dolla, wir sind am nächsten Spot. Und zwar sind wir jetzt auf den Koordinaten 60, 41.
So, ich habe den ersten Try-Grad absolviert. 0,3 waren wir drunten. Ich habe jetzt auch den Port aufgestellt, tatsächlich. Denn hier hat man eine relativ lange Strecke, wo man am Ende dann quasi zum letzten Ring hat. Und wenn man sich da direkt hinporten kann, dann wäre das doch eine schöne Angelegenheit. Also ich denke mal, da kann man sich nochmal das ein oder andere sparen. Da gucke ich jetzt so ein bisschen. Hier fliegen wir jetzt relativ weit unten, dass wir das Speed-Ding noch mitnehmen. Hier gibt es dann gleich ziemlich viele von den Speed-Teilen. Seht ihr das? Da waren, glaube ich, 3 oder 4 hintereinander. Deswegen habe ich vorher alles rausgehauen, dass wir nicht overcappen. Und jetzt können wir das schön abbauen. Ja, seht ihr, habe ich mir jetzt geportet. 3 Sekunden war ich fast runter, 2,5, ne? Ja, der Port hat schon was gebracht. Ich denke mal, ich hätte es auch ohne Port noch geschafft, aber wenn ihr mehr struggelt und knapper dran seid, dann ist das auf jeden Fall eine gute Sache. Immer wenn quasi man an den gleichen Start- und Landepunkt hat, dann hilft es was, ne? Oft ist es ja dann irgendwo, da hinten ist dann der Landepunkt und hier der Startpunkt, dann bringt es nichts, aber hier geht es in die gleiche Richtung raus und da ist das schon nicht schlecht. Gut, dann haben wir jetzt noch 3 Stück. Gut, dann sind wir am nächsten Spot und zwar sind wir jetzt einmal hier auf den Koordinaten 58, 33 und ja, da ein bisschen weiter unten, also nicht ganz oben, sondern auf so einer mittelhohen Plattform in etwa. So, nächster Try. Ich bin jetzt ein Ticken hier von dem Dude weg, weil das Ende ist etwa da, wo ich jetzt stehe, ne, bei dem Baum. Jetzt setzen wir hier das Portal hin. Vielleicht sogar, ja doch, da müsste es etwa passen und legen da jetzt los. Vielleicht können wir uns dann nochmal ein bisschen was sparen, wisst ihr? Schauen wir mal. Also etwa hier bin ich vorhin rausgekommen. Da war hier oben auch ein Nebel. Und den habe ich noch versucht mitzunehmen, was total dumm war, weil da das Ende ja schon ist. Aber gut. War, glaube ich, 0,3 Sekunden drüber. Hier am Anfang, seht ihr, ist es gleich so eine ganz enge Kurve. Da muss man ein bisschen gucken. Und hier in der Map ist tatsächlich das Key-Element nirgends hängen zu bleiben. Gut, das ist es immer. Aber hier gibt es so viele Stellen, wo man wo hängen bleiben kann, weil man immer so ganz eng hier an dem Felsen lang muss. Also das ist... gibt schon einige kritische Stellen. Und ich glaube, ich habe die meisten jetzt schon mitgenommen. Bedeutet, bin an einigen Sachen schon hängen geblieben. Na gut, 3, 4 Tries habe ich jetzt, ne? Eigentlich scheint die Strecke jetzt nicht sonderlich schwer zu sein. Muss halt bloß gucken, dass man das nicht verkackt. Ach shit, jetzt habe ich meinen Port gar nicht benutzt. Ja, es war trotzdem fast 1 Sekunde drunter. Aber theoretisch, habt ihr gesehen, war mein Port hier schon richtig gestanden. Also, da hätte man quasi dann sich noch 1 Sekunde vielleicht sparen können. Gut, haben es auch so geschafft, wunderbar. Dann würde ich sagen, gehen wir zum nächsten weiter. So, wir sind am nächsten Spot und zwar hier auf den Koordinaten 57, 66. Und ja, würde ich sagen, probieren wir das nächste Rennen. So, los geht's. Erster Flug. Ja, Erkundungsflug ist angesagt hier. Schauen wir mal, hauen wir am Anfang direkt in Elan mal raus. Da gibt es einen guten Sturzflug. Ah, da hinten habt ihr gesehen. Da war nochmal quasi ein Dings hier. Eine Wolke. Ach, ist das nicht die Strecke, wo man diese Wirbel nach oben hat? Ist jetzt natürlich beim Rückwärtsflug ein bisschen sinnlos, ne? Ja, ja, da sind normalerweise diese Wirbel, die einen hochkicken. Aber die habe ich natürlich jetzt nicht. Oh shit. Geht's ja zickzackmäßig rum. Bin ich da jetzt hängen geblieben? Ich glaube schon, oder? Ah, hier wird es sich auch lohnen, ein Dings aufzustellen. So ein Portalteil, oder? Wie ist jetzt von der Zeit? Ah doch, wir haben Gold. Aber ganz knapp, ne? Aber hier wird sich auch lohnen. Wahrscheinlich bin ich jetzt irgendwo hier rausgekommen. Da könnte man dementsprechend auch wieder, ne, bronzenes Zeitschloss aufstellen. Aber hat jetzt First Try geklappt, so schwer war das nicht. Gut, dann haben wir jetzt noch ein Ding über. Sudala, dann sind wir beim letzten. Und zwar ist der hier unten auf den Koordinaten 57, 74. Und ja, dann will ich schauen, dass wir das auch wieder First Try hinkriegen. Sudala, nächster Try. Ihr seht, ich habe hier meinen Port aufgestellt, ne? Bisschen daneben.
dass ich mich gleich hinporten kann, denn die Strecke ist hier ein bisschen tougher. Und da muss man jede Sekunde rausholen, die irgendwo geht. Vielleicht wird es damit was. Oh shit, ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt irgendwo hängen geblieben bin. Ich glaube, ich bin schon ein bisschen an der Wand lang geschrubbt. Ja, ist aber auch eng da. Wir fliegen es trotzdem zu Ende, vielleicht reicht's ja. Schauen wir mal, eben bin ich hier, da wollte ich dieses Ding hier noch mitnehmen, seht ihr? Und bin dann hängen geblieben, blöderweise. Ist dann so eine Millimeter-Geschichte. Nice, mit dem Port hat's geklappt. Huiuiui, ich weiß nicht, ob es ohne Port auch funktioniert hätte. Also ich habe den genau hier hingestellt, ne? Da landet man quasi. Gut, und damit sind wir tatsächlich durch. Das gab jetzt einmal das Taldrassos Achievement und somit auch das Meta-Achievement für quasi alle Zonen. Und da gibt es dann auch nochmal einen Titel, und zwar Gegenflitzer schimpft er. Und ja, damit sind wir auch mit dem kleinen Achievement Guide durch. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Sollten noch Fragen offen geblieben sein, schreibt die gerne in die Kommentare. Euer Tüller, bis zum nächsten Mal. Ciao.